So, hallo, zweite Runde. Erste Runde hat nicht geklappt, weil Headset nicht aufgenommen hat. Mal wieder typisch. Egal, fangen wir von vorne an. Also, wir sind hier, um einen Sound perfekt zu loopen und ich zeige das euch, wie das geht. Das ist mit Adobe Audition eigentlich gar kein Problem. Ansonsten habe ich noch Audacity für ein bisschen kleine Lautstärkeanpassung. Kann man auch eigentlich in Audition machen, aber ich bin da jetzt noch nicht so im Flow, deswegen mache ich das meistens außerhalb. Also, wir haben zwei Ordnerstrukturen, einmal unseren Original-Library, wo ich die Original-Sounds reinpacke und dann später unsere Sounds, wo wir die Sounds hinpacken. So, und jetzt nehmen wir einfach mal einen, der noch nicht bearbeitet wurde und schmeißen den rein. Und zwar einfach hier rüber. Zack. Machen einen Doppelklick drauf. Jetzt wollen wir kurz mal rein. Ich finde den nicht ganz so geil. Ich mache mal einen anderen Sound. Moment bitte. Die 41 hier nochmal löschen. So, nehmen wir die 42. Und das ist doch super, perfekt. So, das erste, was wir machen, ist die Lautstärke anpassen, indem wir einfach hier drüben auf Effekte gehen, Amplitude Compression und dann Speech Volume Leveler und packen hier ein Leveler drauf. Und jetzt seht ihr schon, das ist eigentlich ziemlich gut angepasst auf einen Schlag. Ich gucke mal, ob wir es nochmal durchlaufen lassen können, ob das was bringt. Ja, das kann man so lassen. Genau, perfekt. So, jetzt haben wir hier unseren Sound gleichmäßig in der Lautstärke überall. Das ist schon mal super. Jetzt hören wir mal kurz rein. So, und wir brauchen eigentlich nur den Bereich, wo die Ketten wirklich zu hören sind. Also das wäre dann von hier bis da vorne ungefähr. Dann hören wir nochmal kurz rein. Da sind Ketten und da sind Ketten. So, und dann schnippeln wir uns das einfach mal hier raus. Und genau, was jetzt noch cool ist, man kann jetzt, wenn man den Pitch anpassen will, ne? Also wenn es hoch und runter geht, kann man das auf eine Ebene anpassen, indem man auf Effekte geht, Time and Pitch und dann sagt man Manual Pitch Correction. Ich mache das nochmal ohne Markierung, damit es auf den ganzen Track angewendet wird, wenn das der Fall sein soll. Time and Pitch, Manual Pitch Correction. Und jetzt sehen wir hier unser Spektrum. Und das können wir theoretisch jetzt hier nochmal anpassen. Und das Ziel ist, dass im Nachhinein alles so ungefähr auf einer Ebene ist, damit das alles einen Pitch hat. So, und das kann man hier ganz gut erkennen, dass man immer schön auf der Tonlage ist. Genau. Das ist jetzt hier nicht ganz so wichtig, aber ein bisschen angepasst haben wir es. So, dann drücken wir OK. Und jetzt ist der Effekt angewandt. Und jetzt wählen wir unseren Bereich aus, den wir haben wollen. So, nicht zu viel. Dann drücken wir rechte Maustaste und sagen Insert into Multitrack, New Multitrack Session. Wir erstellen jetzt quasi eine komplett neue Session und dazu haben wir dann hier drüben unsere Ordnerstruktur. Da machen wir jetzt mal hier einen fixen neuen Ordner rein. Müssen wir jetzt nicht per Hand machen, das kann das Programm auch direkt machen. Tank Track 09. So, markieren uns den Pfad, gehen wieder rüber, pasten den Pfad oder sagen einfach hier 09. Ist das gleiche. So, und dann machen wir oben noch den Namen Track 09 und drücken OK. So, jetzt haben wir hier die Session und die Originaldatei. Die Originaldatei wollen wir eigentlich nicht bearbeiten. Wir wollen das Original behalten, wie es ist. Dementsprechend speichern wir jetzt erstmal unsere Multitrack-Session und er fragt uns jetzt, ob wir die Datei in die Multitrack-Session rein importieren wollen. Und wir sagen dazu ja. One or more media files used by this Multitrack-Session are located outside. So, also wir wollen es aber drin haben, dann sagen wir yes. Und jetzt fragt er uns, ob wir das Original speichern wollen. Wollen wir nicht. So. Jetzt haben wir einmal hier unsere Session und unseren importierten Track da unten und den originalen Track, der mit dem Sternchen. So. Und den schließen wir jetzt einfach. Close Selected Files und sagen, nein, wir wollen es nicht speichern. So. Jetzt haben wir nur noch unsere importierte Datei und unsere Session. Und das können wir jetzt hier drüben ganz gut sehen. Imported Files ist dann jetzt hier unser Sound dabei. Genau. So. Und jetzt packen wir das Ganze einfach darunter auf die blaue Spur. Ich mag das auf der blauen Spur einfach und so ein bisschen Mitte vom Bildschirm, aber das kann auch da oben oder da unten sein, ist völlig wurscht. So, jetzt wählen wir unseren Bereich aus, den wir schneiden wollen. Und zwar ungefähr hier in der Mitte. Drücken Steuerung K. Teilen den Track auf. Tauschen die Plätze. Setzen dieses Symbol, machen wir eine rechte Maustaste drauf und sagen Cousin. Das ist quasi für den Übergang. Und jetzt hören wir mal rein. Das klingt auch ziemlich perfekt. So, jetzt speichern wir das Ganze. Wir könnten das jetzt mergen,
Müssen wir aber eigentlich nicht, weil wenn wir es später nochmal bearbeiten wollen, wäre es ja blöd. Also drücken wir einfach, markieren wir beides, drücken rechte Maustaste und sagen Export Mixdown, Selected Clip oder wir drücken Steuerung E. Was ich jetzt mal direkt mache. Steuerung E, öffnet sich dieses Fenster. Und jetzt sehen wir hier Track 08, da müssen wir die 09 eingeben. Und dann beim Mixdown mache ich das, also den Mixdown-Text mache ich noch weg von der Dateiname. Drücken OK. Und das war's schon im Edition. Das haben wir hier. Okay. Bisschen blöd benannt. Das machen wir hier das gerade mal das Rough weg. So. Ich pack's jetzt kurz nochmal in Audition rein, nur um in Audition, in Audacity rein, um die Lautstärke anzupassen. Das kann man auch in Audition machen, aber wie gesagt, ich fühle mich hier ein bisschen kurz in Audacity kurz wohler. Und jetzt markieren wir den ganzen Track, sagen Amplify, sagt er hier plus 4,7 und ich mache dann immer minus 1 runter und dann sage ich mal 3,7, damit noch ein bisschen Luft ist nach oben. Und jetzt haben wir die Lautstärke angepasst. Ein bisschen was geht noch. Machen wir mal 0,4 nochmal dazu. So, dass einfach das Spektrum ausgenutzt wird, ne? So, und jetzt drücken wir nochmal Export. Export Wavefile. Jetzt gehen wir rüber in die 09. Überspeichern unseren Originaltrack. Und das war's schon. So, und jetzt können wir den Track in die Engine reinziehen. Template sagen wir mal. Nein, das fragt er mich immer wieder. Immer mal wieder. So, jetzt öffnen wir hier die Datei. Einfach einen Doppelklick drauf machen. Und sagen Looping an, damit es geloopt wird. Speichern das. Und jetzt können wir hingehen zu unserem Panzer. Der ist dann hier bei, ich muss mal kurz ein bisschen kleiner, damit man es besser sehen kann. Assets, Vehicles, World War II, Tanks, Germany, Panzer 5. Und den öffnen wir dann hier. Und jetzt können wir drüben bei Class Defaults draufklicken. Und dann kommen wir hier auf diese Liste. Und da scrollen wir dann runter bis zu dem Punkt Sounds. Und hier seht ihr schon, das Einzige, was überschrieben ist, ist der Track. Und dann setzen wir den gerade mal rein. Wir gehen jetzt zurück. Ich habe jetzt quasi die Maustaste Zurück-Button gedrückt, damit ich da zurückkomme. Oder ihr geht einfach wieder per Hand zu eurem Sound. Ihr könnt den auch offen lassen. Und dann könnt ihr immer hier auf Browse klicken. Dann kommt ihr auch direkt zurück im Content Browser. Und dann muss der Track hier ausgewählt sein im Content Browser und dann tun wir den zuweisen. Und jetzt seht ihr, haben wir hier die 09 zugewiesen und jetzt hören wir mal direkt rein. Nehmen wir spielen. Da hören wir unseren Captain Sound, den wir gerade bearbeitet haben. In einem perfekten Loop. So, und das Ganze können wir kurz nochmal überprüfen, indem wir jetzt mal die 08 nehmen. Das hört sich an. Die weisen wir jetzt direkt wieder hier zu. Drücken kompilieren. Und hören mal kurz rein. Los, weiter! Das ist der andere Sound. Genau, das war's. Und so loopen wir unsere Sounds. Das machen wir auch mit Motorengines und Flugzeugpropellern. Alles, was geloopt werden muss, machen wir genauso. Genau, das war's schon. Bis dann.